Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, Ankel wartet auf uns, da freuen wir uns natürlich nicht, aber zumindest sind wir ihm danach, glaube ich, ein bisschen wieder los. Zumindest hoffe ich das. Wir schauen mal. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Whoa, none of that. Was ist denn los? Easy now. Stinkt Ankel so sehr? Kann eigentlich nicht sein. Obwohl, doch, doch, riecht deutlich. Da schläft er ja. Working hard? It's the lumbago. I have I overdue it. I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Uncle, hau ab. Get up! Was ist denn los mit dir? Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint-Denis. Oh, Charles, warum denn das? Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Ich hoffe doch. I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Nehmen wir den Zug? Ich glaube nicht. Ja, ist trotzdem eine schöne Zwischensequenz. Wäre doch praktisch gewesen, hätten die so Pferdewagen gehabt. So ähnlich wie das beim Eurotunnel funktioniert. Dass man mit seinem Auto da in den Zug fahren kann. Einfach mit dem Pferd auf so ein Flatbed-Teil. Ah, wir haben doch einen Zug genommen. Back in Saint-Denis. Wo ist mein Gaul? Like, oh, ich mag ihn eigentlich. Wir können Onkel hier lassen. Er findet bestimmt nicht zurück nach Hause. Sure. Let's split up. Oh, das wäre am besten. Ja, klar. Ja, leck mich. Das ist doch besser. Jo, mein Pferd ist mir gefolgt. Zwar nicht im Zug, aber trotzdem. Emotional immer dabei. Das ist fantastisch. Jetzt müssen wir zuerst zum Healer und dann zum Saloon. Je nachdem, welcher Wegpunkt als erstes vor mich hüpft. Ich glaube, es ist der Healer. Den wir als Arthur einmal ziemlich bedroht haben, weil er Sklaven gehalten hat. In seinem Keller. Ja, nicht gut. Keine gute Eigenschaft, wenn Leute sowas tun. Bin ich umgezogen? Ich sehe ein bisschen anders aus. John hat seine Jacke verloren. Oh je, oh je. Das wird teuer. Ich gehe niemandem nach. Ich kaufe hier nur ein. Oder bedrohe jemanden. Ja. So. Bonjour. How can I help you today, sir? Der Schal ist wieder unten. You seen a big Indian fella? Ah, Indian? Yeah, a boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting. Fighting out behind Saint-Saturnin. Thank you. Dankeschön. No problem. Was haben wir denn zu verkaufen? So viel Platin. So viel Platin. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Enjoy the fight. Ist aber relativ billig, wie wir das verhökern. Und das Bravewave-Ding kann ich immer noch nicht loswerden. So, dann will ich aber was kaufen. Am besten Dynamit, bis wir voll sind. Beste Waffe, wo gibt. I think they might be starting soon. Ja, ja. Glücksspieler-Revolver. Für $90, ja damit. Interessant. Ist, glaube ich, nur ein verzierter Revolver, aber trotzdem. Ja, ja, Saint-Saturnines. Muss den Weg zurück zu meinem Pferd finden. Dankeschön, also die war freundlich. So. Ich glaube, Onkel muss man nicht Bescheid sagen. Charles ist mir auch wesentlich lieber. Na, bin falsch rum geritten. Na
Dann nehmen wir die szenische Route einmal um den Block. Vorsicht, hier komme ich. Ja, ja. Ist ja gut. Hey, hier war die Mission, wo Arthur öfter war. Oh, Uncle ist da. Lord, I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Ja, ja, ja. That first barman I met, and he told me Charles was here. Folks still have a surprise. Not one of life's great mysteries, turns out. And you are a killer. Charles. We both know what you gotta do. I'm leaving now. Charles. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe you was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. Oh, yeah. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Yeah, ging mir genauso. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Das sind ganze $5. I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Ja, natürlich. Redskin brave. Auf Charles setzen, immer. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Darf ich auswählen, wie viel? Das ist ein ganzes Bündel. Aber hat Charles nicht gesagt, er verliert absichtlich? Dann habe ich falsch gewettet. From the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Injun Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeaten. Ah, unbeaten, das ist wunderbar. You know how this works? No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Yeah, das ist mein Kampf. Let's keep it clean, but not so clean. Wollen wir den Kreis nicht ein bisschen größer machen? You know what to do, Senior Smith. The fuck, huh? Charles, hau mir in die Fresse. What is this? Come on, Simon, hit him. What is this? Ja! This is rigged or something. Go, Wolf, kill him. Komm schon, Charles. Hab $5 auf dich gewettet. Der hat ihn. Ach, ich mag Charles. Wunderbar. Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, wo ist mein Geld? Lone Wolf, whoa. How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. Dankeschön. We just made the bed I said we should. So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? Wer sinnvoll. Past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. Oh, yeah. You're useless. I'm a deep thinker. Be quick. Nein, garantiert nicht. Aber hey, Charles ist wieder da. Und ich habe $40 gemacht. Ja, nicht schlecht. My bag's on the dock side. So, what happened? Nicht viel, bei dir. Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. Yeah, I bin immer noch deprimiert. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel, with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm
bit of a draftsman myself nowadays. Ja, bestimmt ganz krakelig. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. Wahrscheinlich. Really all about. Yeah. Vielleicht nicht um sinnlose Morden. That makes sense. Ja, da wäre mal ohne Krankheit draufgekommen. Meine Meinung. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing. Das wäre auch noch schöner. Könnte ich ihn direkt abknallen. That time. Nor me. Micah. Hoffentlich tot? Dead. Eben das? You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisica. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? Yeah, none of Micah. Us is innocent in that. Dutch, least of all. Und I Dutch. Don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. And Micah Bell dragged us into the abyss. Das hat er. Und dafür will ich ihn irgendwann töten. Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He... Der Nachfolger von Bronte. He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey! Was los, Jungs? Warum? What now? Well, you go left, I go right. On three. Mm-hmm. Three! Was wollt ihr denn von mir? You couldn't have thrown that fight! Evidently! In die Eier. There's a wagon up there. Wieso bin ich wieder tot oder lebendig gesucht? Haben die Geld? Geld? Plündern? Durchsuchen Truhe? Ja, chill. Da ist nichts drin. Ich komme. Oh, das Pferd sieht langsam aus. Come on. Hey, cops be on their way. Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Muss nicht sein. Hold on. Wieso bin ich wieder tot oder lebendig gesucht? Das wird Abigail gar nicht gefallen. Glücksspielrevolver, obwohl wir nehmen Akimbo. Not yet. Keep your eye out. San Diego ain't short on police. I remember that. Only too well. Anyone? Vorsicht! Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Seine Schuld, wenn er reinläuft. No, we can't get caught. Martelli has Charles! In his pocket. They take us in. We won't get out of there. Keine Rücksicht auf Verluste. I don't want to get a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. Würdest du aufhören, Leute zu überfahren? Hey, ich bin nicht mehr tot oder lebendig gesucht. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint-Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple... Was willst du? You boys been all getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, it weren't very good shots. Come on, let's head for home. Was nennst du hier zu Hause? Mein Zuhause. Zahl ich eigentlich irgendwie den Kredit ab? Schafft das John? Ja, bestimmt. Holzhacken gibt aber auch nicht so viel Geld, würde ich mal sagen. Yay, Silber, ich habe was getan. Bin ich jetzt der Bandenanführer? Ich glaube, ich bin jetzt der Bandenanführer. Ich habe einen Ankel, ich habe Sadie. Ich habe das komische Pferd mit den wirden Nasenhaaren. Und ich habe Charles. Zumindest bei mir in der Farm. Was wollen wir hier? Was macht ihr hier, Jungs? Feels like old times.
It's good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as week-old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 Ich hau dir gleich in die Fresse, Onkel. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine. Du jammerst doch gerade. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Was machst look du at hier? Place. Your dream. Du wirst immer unsympathischer. I've had better nightmares than this dream. Ja, dann geh doch. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has got to go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Ja, das würde ich zumindest sagen. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here. Come on, tie that end around the horses. You loop that end around there. I would say that Onkel aber recht. Das sollte neu gebaut werden. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Wo ich fähr dies. On me. I need a break. Let's do it. Komm schon! Vielleicht hätte man mit einem kleineren Stück anfangen sollen. Ah, es bewegt sich! Es bewegt sich! Komm, Pferdies! Wir könnten es auch einfach abbrennen. Da ist ein Lagerfeuer direkt daneben. Sieht trocken aus. Gut gemacht, Pferdies. I told you, it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay, you keep working here. But if I don't go with you, who's gonna just tell you that? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Yeah. Charles, das... make him work. Whip him if you have to. Sehr gut. Peitsch ihn gleich. Ja, ja. Heimwerken für Anfänger. Ich hätte das Pferd wahrscheinlich besser ziehen sollen am Anfang. Hab's nicht schnell genug hinbekommen. Das kenne ich ja schon. So, ich habe aber keinen neuen Missionspunkt in der Stadt. Obwohl Sadie ist hier. Schauen wir mal. Vielleicht will die mit mir zusammen ein Haus kaufen. Wieso sind eigentlich jetzt alle auf meiner Farm? Habe ich für mich und Abigail gekauft. Und für meinen Sohn, wie auch immer er heißt. Junge oder so. Ja, das schöne Rumgegeier von den Geiern. Hoffentlich wäre man nicht wieder von abtrünnigen Ureinwohnern versucht, umgebracht zu werden. Versucht, umgebracht zu werden. Ich glaube, das war kein korrekter Satz. Ich habe ihn trotzdem gesagt. Im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte, die heute Abend wieder ein bisschen nicht so ausgebaut sind wie sonst. Nein! So viel okay. Dazu. Ich wollte mein Pferd loben, habe die falsche Taste gedrückt. Zumindest habe ich es nicht gehauen. Jo, Fahndungsfoto hätten wir. Dann brauche ich du was zu trinken, das erkenne ich sofort. Wenn die Flasche leer ist, hier 25 Cent, ja, für mich nur Peanuts. Komm schon, John, du hast das gleiche Problem wie Arthur. Du gibst keine... Was willst du? Dankeschön. Ja, immer noch nette Penner hier. Bettler. Thanks, partner. I'm all alone, mister. All right, girl. Ich könnte dir Onkel anbieten. Dann hättest du Gesellschaft. Ja, du bist 25 Cent reicher. Kann dem auch nicht mehr helfen.
wenn es im Spiel keine Option gibt. Na, was haben wir hier für Shops? Vielleicht doch irgendwie. Nö, sieht nicht so aus, als ob hier jemand Häuser verkauft. Dann gehen wir zuerst zu Sadie. Vielleicht hat die ja Maika aufgespürt. Ich denke, wir können ihn noch umbringen. Deswegen gibt es hier den Epilog. Vielleicht stirbt er aber auch erst in Red Dead 1. Hey there, Mister. Come on in. Ich bin drin. Ja, da ist Sadie. Oh, das sieht lecker aus. Oh, John. Come sit down. Dankeschön. Sure. You, got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. Ja, das ist so ziemlich jeder. Exactly. Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? No. Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. Was für ein Arsch. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job. It's just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Das klingt nach einem Plan. Bin dabei. Yeah. It's real good. Mindestens $80 heißt es. I don't much like getting robbed by no one. Das ist eine gute Grundeinstellung. Wer wird, wenn das jemand mögen würde? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Ach, ist das schön, wieder mit Sadie zu reiten. Das davon ist mein Pferd. Die sehen sich ähnlich, also das weniger rote. So. Rauf mit uns. Und... Ja, ja. Yes, ma'am. Wieso braucht Sadie überhaupt meine Hilfe? Er hat früher ein ganzes Camp alleine. Das stimmt. Hat doch früher alleine alle gekillt. My ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. Das wäre am besten. All country is good. It's just folk that are bad. Weisheit fürs Leben. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna... Nein, ich komm klar. Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Ja, und das ziemlich quietschfidel ist er. Okay. He was prize fighting in Saint-Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always like Charles. You send him my best. Du kannst ja vorbeikommen. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. Die ist auch introvertiert. Whenever you want it. Nur die hat wahrscheinlich leichte Aggressionsprobleme. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang?
changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. Oh, yeah. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Warum jetzt nicht? Wenn vor mir ist, kann ich ihn einfach abknallen. Jetzt wäre der zweitbeste Zeitpunkt. Vor 20 Jahren wäre der beste gewesen. So, dann wollen wir uns den Kopf und das Kopfgeld holen. There's a spot up ahead where we can see over most of the country. Es ist schön. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Oh, der wird schon mehr oder weniger freiwillig uns den übergeben. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. Habe ich eigentlich nicht gemacht. Hab die Steckbriefe bis jetzt ignoriert. Mach aber es du, John. Vielleicht will er nur Konversation machen. This is the place. It's a view, all right. Das auf jeden Fall. Das ist ja fantastisch. Ein richtig geiles Spiel. So, ich hab ne Sniper. Jones, what are you doing? Keine Ahnung. Let's go take a look down in the valley. Zielfernrohr habe ich nicht dabei. Fernglas habe ich auch nicht dabei. Pferd, komm hier. Doch, Fernglas muss doch hier sein. Bin ich doof? Also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch. Ja, ich pack's Dynamit weg und hol was mit mehr. Mit mehr Visier. Was habe ich denn in der Hand? Ich habe ein Fernglas in der Hand. Ich glaub's ja nicht. Ja, ist ja gut. Irgendwas mit Visier, Springfield, nö. Wir haben doch das seltene Rolling Block. Ich komme! Entschuldigung, muss ich noch mein Inventar sortieren. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. Soll ich die ausschalten? Komm schon, ich krieg das hin. Mist, ich wurde enttarnt. Wie ist das passiert? Kontrollpunkt neu starten. Ja, das hat kein Visier. Und die anderen auch nicht. Fernglas. Nix liegt mir ferner als das. Ah, liegt auf Tab. Ja, da sind sie. Ja. There they are. Down there. Wieso hast du so lange gebraucht, die zu sehen? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. Der sieht doch normalgewichtig aus. Where do you think they're heading? Come on. Let's go follow them. Na gut. Echt, echt schöne Landschaft da unten noch. Gib mein Bestes. Reite voran. Kann dein Pferd fliegen? Meins ja, aber nur einmal.
Ja. They'll be coming through here. Und was wollen wir dann machen? Guck mal, wir werfen Schatten. Ja, bestimmt verdächtig. Ich hole mal meine Waffe. Obwohl Bolt Action passt. Und hier nehmen wir das seltene Rolling Block. Whoa. There they are. We follow and keep an eye on them. Der eine hat Probleme beim Reiten. Jetzt. Jetzt ist er weitergekommen. Ja. Ich würde mich beobachtet fühlen. Sandy, wo reitest du hin? Ich mag nicht so nah an der Klippe. What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry. I ain't used to having anyone with me. Schon okay. Mit irgendwem muss man sich ja unterhalten. Und wenn's mal selber ist. We can get a better look at them. Ich hätte sie schon alle erschießen können. Was machen wir hier? You gotta outthink them. Ich kann sie mit Waffen schlagen. Das sind nur vier Leute. Sniper-Gewehr, Sadie. Ich hätte schon längst erledigt, wenn das Spiel mich lassen würde. Dann nehmen wir mal das andere. Wenn wir die im Nahkampf besiegen müssen. Up here. Get off your horse. This might be our chance. Dann nehme ich doch das andere. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. Yeah, good. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Das ist richtig. Ja, Mia. All right, so what you think? Should we threaten them? Start shooting at him or sneak down and pick him off one by one. I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Kann man die nicht einfach töten? Oh, angreifen, oder? Die können sie auch bedrohen. Make up your mind, John. Ja, bedrohen. Danach können wir immer noch schießen. I reckon you threaten them and I'll cover you. Okay. Get over there and cover me. Der Stein war mir jetzt eigentlich lieber. James Langton, you robbed me. That bastard is mine. Oi. Give him back to me or I'll murder every last one of you. I'm gonna give you 10 seconds to walk away. 10, 9, 8, 7. Komm, jetzt schießen sie doch. Jo, der Fette ist schon mal tot. Der nicht so fett war wie ich. Oder ist das der Dicke? Ja, war jetzt nicht weiter schwer. Wo kommt ihr hier? Ja, ja. Wir sollen uns bewegen, warum denn? Ja, gut. Ja, hinterher. Pferd, komm mit. Kann mein Pferd nicht rufen. Was machst du da unten? Nehmen wir doch das andere. Nummer 1 und in die Eier. Ja, gut. Ich bin hier. Na, mach mal jetzt. Och, warum nicht? Sind doch nur ein paar. Die treffen aus der Entfernung nicht, aber ich schon. Bisschen staubig. Wo bist du denn, Sadie? Ist sie weit vorgerannt. I'm going. We defend this
Warum? Wir haben doch gar kein Problem hier. Da ist ja noch einer. Er hat sich bewegt. Das finde ich immer besonders unfair. Wen schießt die noch? Ich sehe leider nichts. Bisschen staubig. Da. Da ist er. Hat echt viele Männer. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. We need our horses. Sadie, ich höre dich da unten nicht. Lass mal erst nachschauen, ob sich hier überhaupt lohnt, die zu plündern. Oh, $2 sind nicht verachtenswert. Den Pferden hinterher. Und der hat auch noch was für mich. Ja, es ist doppelter Zahltag für mich. Boah, nur eine silberne Gürtelschnalle. Der Typ war geizig. Ja. Könnt alle mal ein bisschen entspannter sein. Wir haben doch jetzt alle besiegt. Meins. War das der Dicke? Keine Ahnung. Der Dicke, das lohnt sich bestimmt, den noch zu looten. Da ist er. Da ist er, ja. James Linton. Was hast du denn dabei? Ah, cooler Backenbart. Der hat jetzt nichts dabei gehabt. Das finde ich, ja, find ich weird. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Let's see what you got in here. Hey, du hattest noch einen Silberring. Wieso haben die anderen dir den nicht abgenommen? Natürlich. Dann wollen wir dich mal ausliefern. Keine Gnade für Kindermörder. Ja, hab sie. Oh, den erwische ich nur an der Hand. Und trotzdem tot. Ja. Nein! Was passiert? Ach, Sadie ist auch vom Sattel gefallen. Na gut, dann schieße ich auf die Feinde vor uns. Haben wir ein besseres Gewehr? Pump Action eher nicht. Lenkkessel. Ist das im komplett scheiß Zustand? Tatsächlich. Evans, dann nehmen wir Springfield. Schieß auf den Vorderen, okay? Okay, mach ich auch. Eigentlich. Den kann nur einer umschießen. Hey, don't shoot me! Oh, wir müssen die Waffen reinigen. Warmint nehmen wir auf keinen Fall. Bowling Block. Flinte, Bogen. Ja. Litchfield. That's the end of the canyon! I'm done with this. And I think we might be free of them. Ja, sieht doch gut aus. Vorsicht, Stein! Okay, hat sie nicht interessiert.
So, wie viel Geld kriege ich denn? Wie viel Geld kriege ich denn? I need to relieve myself. There'll be a bucket in your cell. Oh. I'm serious. Yeah, alles gut. And so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. Doch, natürlich, sie ist der Boss. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. Ich hab sie nicht alle getötet. Damn you. John, would you be so kind as to shut ich versuch's, ich drück die Taste dauerhaft. Don't listen to her. Let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Ich drück die Taste. Bad dog. That's it. Arthur hat ihn direkt ausgenockt. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. Nö, das hätte ich allein geschafft. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Naja, mostly. Manchmal. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But it would be good to have you along some more. Ja, yeah, we'll das wird see. Mir auch gefallen. Maybe. Hey, der ist ja überraschend lange ruhig. Vielleicht habe ich ihn auch ausgenockt. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. Natürlich. You're a bitch and a bastard. Natürlich. Brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. Erstmal Geld hier. Auf. Ist ja gut. I object to this. Du kannst schon von deiner Zelle ausmachen. I hate you. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Natürlich. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Sehr gut. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm. Das sieht nicht nach viel Geld aus. You want this money to go to the oh, bank der too? No, Sheriff war I'll überraschend entgegenkommt. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or Sehr maybe gut. I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. Der Sinn von Rente ist, dass man nicht mehr arbeitet. $200. Da schau mal gar nicht nach, warum ich so schlecht war. So, was haben wir denn hier für komische Dinger? Wir haben das CC, das Kämmer und Henry Lemieux. Wer war denn das? Kann ich mich schon nicht mehr erinnern. MD für Marco Dragic. Ah! Stimmt, der Labortyp. Und wir haben AC. Abigail. Nee. Albert Cakes. Na gut. Auf zu Albert. Na ja, hat er noch was Schönes für uns. Vorsicht, heiß und fettig. Komm hier durch. Ist ja gut. Ich hab's eilig. Warum auch immer. Ist eigentlich eine schöne Nacht. Könnte man sich Zeit lassen. Ist egal. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Ein paar tausend noch. Dann kommt Abigail bestimmt zurück. Excuse und der Sohn. Me, wie auch immer der heißt. No, I just hang around here for fun. Okay, ciao. I'm joking. Oh. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Ich brauche ein Haus. Dumb old coot, I know. He's telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but
also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. Ich dachte, ich darf wählen. Credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there. Der wirkt bisschen shady. And you will be proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. Natürlich. Wo ist mein Haus? What are you doing here? Glaub gerade aufgeladen. Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Wer denn? Attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If their Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Die sind mir auch schon begegnet. You're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're going to be heading up to the Nazi post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. Wieso Werkzeug? Ich dachte Holzleim und das wär's dann. I know the quickest way. Follow me. Ich folge auf Schritt und Tritt. Der schnellste Weg bringt nichts, wenn man so langsam fährt. Say, is your friend a Negro or a Redskin? Nix davon. A bit of both, for what it's worth. Cash is cash. So it's all the same to me. Und dann sei nicht so rassistisch. Skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Yeah, I suppose you don't know much about robbing caravans. Doch, doch. Not much, I guess. No. Well, nor do I. Aber eher von der anderen Seite. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, two of them guns behind, then they're gonna wait for the next set of fools to come on. Eher nicht. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait. Look, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrent. So I'll nein. Sit here looking nein, nein, nein. Scary, and you can concentrate on the horses. All right. Ich bin konzentriert. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. Vielleicht. But I'm not so different from you, partner. Yeah, yeah. I think you might be. Hey, we're taking the next right up towards Manzanita Post. Alles klar, wir könnten hier auch abkürzen. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Jetzt lauf, du Gaul. Ich weiß jetzt nicht, dass wir so langsam sind. Oh je, der wird erschossen. Ja, geht mir mit meinem Jake auch so. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's real good. Bisschen weniger reden. I know this country well. Ja, ja. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Diese Metall, wir haben Holz. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. This is the spot, just up ahead. Okay. Jo, kein Auffahrunfall produzieren.
After you, Mr. Milton. Na gut, dann meine Norwegisch-Skills auspacken. Reden doch nicht wie ein Bekloppter. Nils! Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. Sehr okay. Best Smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. Der kommt mit. Der kommt einfach mit. Kann ja was für uns bauen. So Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay, der kommt anscheinend doch nicht mit. Schade. Okay. Okay, los geht's. All right then. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, hadn't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. Du bist doch der Söldner hier. Everyone find some cover! Die Skinner-Brüder. Goddamn! Keep your head down! Das ist unfair, die benutzen Deckung. For these people! It's the Skinner! You okay? What's up for Arrows? Machete! He's running at you! Ist doch alles gut. We got Bushwhack! Alles gut, ich gebe dir gleich Medizin. Also nicht mir, sondern dem Stöhnenden hinter mir. Au! Wieso greift ihr uns an? Wieso greift ihr uns an? Fortschritt! Glückspistole! Ah. Die ist gut, aber die trifft nicht. Schusswaffen wären vielleicht besser. Oh, die trifft echt nicht. Au! Machete! Tut weh! Ups, sorry Charles. Kommt nicht wieder vor. Ja, lass mich mal heilen. Alive? For now. Mr. Devon, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more! They got the tools! They got Mr. Wayne! Alright, you stay here, guard the wagon. Charles, come on! Help me! Die können doch nicht einfach den Typen klauen. They got me! We've walked into something. Get some cover. You mean they drew us in? They're getting away with them. Stirb doch, wenn man auf dich schießt. Wo ist er denn? Wo ist der andere? Charles! Seh den halt. Ah, da ist es einer. Higher in the branches. Okay, let's move. He took him down the hill. Sehr gut. Bin auf deinen Fersen. Eine ganz coole Mission. Viel schießen kann man. They're in our way. They're down the hill. They're coming out of nowhere. He's got a knife. Alles gut. Ich hab eine Schrotflinte, das ist besser als ein Messer. Schrotflinte ist doch besser als ein Messer. Let's keep moving. We gotta be gaining on them.
I hope so! They're like ghosts! No, no, no! Nein! Dachte, wär's Charles. Let's rip him to pieces! You see anything? Mr. Wayne! We're coming! We're cleared up. Keep going. Where's Wade? Wade? Wo bist du? Mr. Wade! Mr. Wade! Mr. Wayne! Da ist die Toolbox. Pass auf die Bäume auf. Oh, fuck. Alright. Shit. Armer Mann. Jesus. Nimm den Schraubenzieher mit, den braucht man. Come on. Hätte man den retten können? Am Anfang hätte ich ja fast getroffen. Back to the road. Boah. So. Das waren aber die letzten Skinner, die jemals am Leben waren. Wir haben, glaube ich, alle erschossen. So viel, wie das waren. Did he? Skinners. Everyone knows. Er schien es nicht zu wissen. Ach, geht es auf die Ausdauer, zum leichten Holzhandtäschchen zu laufen. I got it. There's no use in you getting bloody too. Is he? Is it bad? They opened him up pretty good. Nearly chopped his head in two. God damn them. Er tatsächlich dann Skinner. Mr. Wayne didn't make it. Dear Lord, no. We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. Bring die Tools rein. All right, let's get out of here. Oh, erstmal Salzfleisch auf den Schreck. Ah, Hausbau kann tödlich sein. Wir brauchen noch was für die gute alte Pumpe. Okay. John, I'm riding with you. Sehr gut. Dann haben wir hier die zwei besten Schützen und hinter uns jemanden, den wir vielleicht nicht mehr bezahlen müssen. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. The Skinners move around. They're here for now. I thought this kind of bloodshed was meant to be over with. Das war ja nur ein bisschen Blutvergießen. Nonsense about civilization. This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure. For good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No. Not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. And I hope we get another dude. There was a caravan. A few months back. Massacred. Uncle! Lebt Uncle noch? Uncle! Oh. Ihr habt wieder alles bewacht. You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Ooh. What happened? Skinner brothers. Bottom? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Well, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Mm-hmm. Well, we'll be safe together. Naja. Ich allein werde sicher sein. If you say so. Hier mit meinem Haus. And John, I love you. Don't you forget that. Ich werde dran denken. Ich mag dich auch, Abigail. Diese Schalcho betröppelt. Wieso kriege ich so viele Kredite? Morgen. Du saß doch mit mir am Lagerfeuer. Und noch eine Ankelmission. Ich freue mich.
Nee, gut, aber zeittechnisch sind wir schon ein bisschen drüber. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.